2, 3, los geht's. Herzlich willkommen zu Planvoll und Neurotisch, einem Neuro-Podcast. Mein Name ist Lars Wojtecki und mit mir hier zugeschaltet aus Potsdam der liebe Professor Martin Südmeier. Wie geht's dir, Martin? Wunderbar, Lars. Also es ist dunkel draußen. Ich weiß nicht, bei dir wird es ähnlich aussehen. Es ist einfach noch Winterzeit. Aber ich finde, es läuft gut. Das Jahr hat gut angefangen und spannende Projekte stehen bevor. Und wir haben auch wieder spannende Podcasts geplant und heute beginnen wir wieder. Darauf freue ich mich sehr. Wir begrüßen alle Hörerinnen und Hörer zum neuen Jahr. Wir haben ja etwas länger nicht aufgenommen. Ich glaube, letztes Mal war eine Sonderfolge zum Neurologenkongress aus dem November. Den Dezember sind wir schuldig geblieben und deswegen ist es noch eine nachgezogene Dezember-Weihnachtsfolge mit Highlights aus dem Dezember, aber auch, was wir im November erlebt haben. Und wir hoffen dann, dass wir zeitnah noch ein paar Highlights aus dem Januar in einer Extra-Folge oder in einer nächsten Folge bieten können. Ja, deswegen darf ich mit dem Paper anfangen, was ich eigentlich zu Weihnachten rausgesucht habe. Ist ja auch gut, wenn du Weihnachtsgrüße jetzt noch schickst. Es ist eine Arbeit, die ist, glaube ich, letztes Jahr, übrigens glaube ich auch im Januar erst erschienen, aber untersucht eben Dinge zu Weihnachten und von unseren lieben Kollegen aus der Charité, auch von deinem Mitautor ist auch dein, also Senior-Autor ist der liebe Wolf-Julien Neumann, aber auch dein Stiftungsgeförderter Erster, der in Harvard ist, der Andreas Horn ist auch mit auf dem Paper, viele Kollegen, die wir kennen, die haben untersucht, bei Parkinson-Patienten haben wir die Möglichkeit, einen Hirnschrittmacher zu implantieren, einen Neurostimulator, und es gibt ja neue Neurostimulatoren, wir hatten auch schon mal davon erzählt, glaube ich, im Podcast, bei denen kann man auch die Hirnwellen auslesen. Die Zukunft soll mal dahin gehen, ich hole ein bisschen aus für das Publikum, was das nicht weiß, dass man, wie ähnlich wie beim Herzschrittmacher, die Hirnwellen ausliest und dann der Schrittmacher nur dann stimuliert, wenn er bestimmte krankhafte Aktivität im Gehirn detektiert. Im Moment ist es so, dass wir den Schrittmacher eher konstant einstellen und man bestimmte Bewegungsmuster mit dieser Hirnstimulation behandeln kann. Aber es gibt eben schon den auslesenden Schrittmacher, der Hirnwellen lesen kann. Er kann zwar nicht automatisch darauf reagieren, aber man kann die Hirnwellen lesen. Und die Hirnwellen, die man bei Parkinson typischerweise liest, die mit der Unterbeweglichkeit einhergehen, sind die Beta-Wellen, die Beta-Oszillationen in diesen Kerngebieten in der Tiefe des Gehirns. Und die Kollegen haben einen ernsthaften wissenschaftlichen Artikel publiziert im Movement Disorders, bei dem die diese Hirnwellen analysiert haben, zu Weihnachten im Vergleich zu anderen Phasen im Jahr. Mit diesem eingebauten Schrittmacher haben Patienten die Möglichkeit, bestimmte Phasen auf Aufzeichnen zu drücken und das kann dann nachträglich ausgewertet werden. Und das Interessante, was man gefunden hat, das waren zwar jetzt nur 4 Patienten, aber es war statistisch signifikant, dass zu den Weihnachtsfesttagen und besonders zu dem Zeitraum um die Bescherung drumherum sich die krankhafte Aktivität bei Parkinson, die Beta-Aktivität, tatsächlich verringert hatte. Und sie haben auch abgefragt, ich habe dann den Kollegen auch angemeldet, gesagt, ja, da haben die Patienten wahrscheinlich einfach mehr Parkinson-Tabletten genommen, die ja auch diese krankhafte Aktivität unterdrückt. Und das ist aber auch mit abgefragt worden und die Patienten haben das verneint. Das heißt, irgendetwas passiert zu einem solchen Festtag, der den Parkinson-Patienten das neurologische Korrelat im Gehirn, was die krankhaften Prozesse ausmacht, verringert. Wir wissen, dass Dopamin ja auch ausgeschüttet wird, wenn man sich freut, Geschenke auspackt oder ähnliches, sich über Dinge freut, wird Dopamin ausgeschüttet und dieses Dopamin wirkt ja auch eine Verringerung der Beta-Oszillation. Warum das so ist, weiß man nicht, aber es wird sehr wissenschaftlich gut, aber mit einem kleinen Augenzwinkern diskutiert, dass man bei weiterer Forschung noch untersuchen müsste, ob das auch für andere
nicht kirchlich geprägte Festtage gilt, ob das auch für Festtage aus anderen Religionen gilt. Das ist sozusagen noch offen, aber ich fand es ein sehr hübsches eine sehr hübsche Weihnachtsuntersuchung mit einem Augenzwinkern, aber doch einem ernsten und sauber gemachten wissenschaftlichen Hintergrund. Das heißt, Weihnachten kriegen wir Good Vibes und wahrscheinlich auch an anderen Festtagen. Ich fand es auch spannend. Du hattest es mir zugeschickt. Und was leiten wir daraus ab, Lars? Wir sollten öfter Feste feiern? Ja, dass eine freudige Situation möglicherweise unsere Hirnwellen positiv beeinflusst und dass auch Krankheitsprozesse damit beeinflusst können. Einerseits. Andererseits, und das habe ich dir noch nicht zugeschickt, da schieße ich jetzt sozusagen aus der Hüfte, gibt es Daten aus einem Sterberegister, die in Circulation publiziert wurden, schon vor längerer Zeit, die darauf hindeuten, dass um Weihnachten und Neujahr ein Höhepunkt der Todesfälle kardialer Art ist. Bestehen, also Herzinfarkt und Ähnliches. Man weiß nicht, warum das der Fall ist. Man vermutet, dass Stress ein Faktor ist, aber auch, dass das nicht zum Arzt gehen bei vielleicht leichten Symptomen oder vielleicht auch bedrohlicheren Symptomen um die Festtage ein Problem sein kann, weil man das verdeckt und gerne mitfeiern will. Und daraus würde ich schlussfolgern, also ein Festtag kann was Freudiges sein, aber wenn es einen doch zwickt und man doch das Gefühl hat, man hat ein Problem, sollte man nur, weil Weihnachten ist, nicht zu viel verdrängen. Denn das lässt sich wohl statistisch auch nachweisen, dass es dann zu mehr Todesfällen tatsächlich kardialer Art kommen kann. Und man soll Feste feiern, aber sich nicht zu viel Stress im Vorfeld machen. Das ist wahrscheinlich auch eine gute Botschaft. Da neigt man ja manchmal zu, dass alles so perfekt sein muss und dann alles vorbereitet sein muss. So ist es. Also das Positive rausziehen und nicht zu viel Stress und nicht Probleme, die vielleicht doch bestehen, dann total verdrängen, dass man nachher noch unterm Weihnachtsbaum tot liegt. Das wollen wir auch nicht. Das wäre so unsere Nachlese zur Weihnachtszeit. Da habe ich noch eine Ergänzung. Wir haben ja dieses Jahr wieder jemand, beziehungsweise letztes Jahr jemand ausgezeichnet, Lukas Göde von der Charité, der da ja auch zu den Netzwerken forscht, der geht jetzt zu Andreas Horn und die sind ja sehr daran interessiert, wie man Netzwerke auch nicht invasiv modulieren kann. Also dass man ohne tatsächlich invasive Eingriffe durch Gleichstromstimulation von außen tatsächlich auch die entsprechenden krankhaften Oszillationen unterdrücken kann und dadurch auch tatsächlich gute motorische Symptomlinderung erzielen kann. Und das erforscht jetzt auch ein Jahr lang an Harvard. Also möglicherweise wäre mir doch noch Neues zu hören. Sehr gut. Ich hatte schon mal das Protokoll imitieren wollen. Wir machen ja auch die verschiedenen Stimulationsmethoden hier, aber nicht so high-end wissenschaftlich aufgearbeitet. Wir versuchen, die Essenz aus den Publikationen zu entziehen und das auch unseren Patienten anzubieten. Ich bin sehr gespannt, was da die neuesten Daten bieten, ob wir es wirklich auch in die Klinik übertragen können. Wichtiger Punkt. Ja, Martin, du hast auch was vorbereitet oder nicht? Oder wie hast du nur Weihnachten gefeiert und Silvester geböllert? Ich habe Weihnachten in Berlin in Ruhe gefeiert, das war wunderbar. Und ich habe vorbereitet die Zulassungsstudie eines neuen Medikaments, wo wir ja auch im Anschluss nochmal drüber sprechen wollen, über unsere persönlichen Erfahrungen. Denn das ist das sogenannte Fos-Levodopa-Fos-Carbidopa. Das heißt, dass wir jetzt eine neue Substanz zur Verfügung haben, die in flüssiger Form zur Verfügung steht, nämlich Levodopa, was wir auch als Tabletten geben bei Parkinson-Patienten, was wir mittels einer kleinen Nadel im Unterhautfettgewebe und Pumpentherapie tatsächlich kontinuierlich jetzt geben können. Bei Patienten mit fortgeschrittenem Parkinson, die diese motorischen Fluktuationen aufweisen, da haben wir auch schon oft drüber gesprochen, also dieses nicht mehr richtig in einem Bewegungsmodus zu sein, sondern plötzlich überbeweglich zu werden oder tatsächlich auch in unterbeweglichen Phasen zu verharren, wo man möglicherweise sich gar nicht mehr bewegen kann, nicht aus dem Bett rauskommt, nicht richtig laufen kann. Und möglicherweise auch andere Effekte hinzutreten, wie zum Beispiel Traurigkeit, auch dass das Denken verlangsamt ist. Also diese Aspekte des Schwankens,
der Therapieeffekte bei Parkinson-Patienten. Und da kann man es einsetzen. Und die Zulassungsstudie ist Ende 2022 publiziert worden. Das war eine groß angelegte, randomisierte, doppelblinde, aktiv kontrollierte Phase-3-Studie. Das heißt, man hat eine große Patientenpopulation, über 270 Teilnehmer gescreent, also geguckt, passen die da rein, sind die für dieses Medikament zugänglich in ihrer Therapie, und hat hinterher 141 ausgewählt und ein sehr komplexes Studiendesign aufgebaut, dass man tatsächlich diese Pumpe installiert hat, aber vorab Patienten in, als großes Kollektiv kontinuierlich mit Levodopa-Tabletten, die so speziell verkapselt waren, behandelt hat über einige Wochen und dann geswitcht hat, also Patienten mit der Pumpe behandelt hat und einem aktiven Substanz gegenüber Placebo, also Scheintabletten, und im Vergleich eine Gruppe, die eine Scheinflüssigkeit sozusagen appliziert bekommen hatten, ins Fettgewebe aber aktive Tabletten hatten, und hat sich dann über 12 Wochen angeguckt, wie ist der Effekt. Und der Effekt war, dass die Patienten, die tatsächlich diese Substanz aktiver Art in das Unterhautfettgewebe bekommen haben, eine deutliche Besserung ihrer Beweglichkeit hatten. Die Zeit lag bei ungefähr 3 Stunden, wo sie nicht mehr diese Überbewegung hatten, und ungefähr auch eine 3-stündige, 2,7 Stunden waren es, glaube ich, Verbesserung der Off-Zeit, also wo sie steif waren. Und das war der positive Effekt. Was man aber auch gesehen hat, ist, dass es Nebenwirkungen gab, die dazu geführt haben, dass ungefähr jeder fünfte Patient, also ein Fünftel, ausgeschieden ist innerhalb dieser 12 Wochen wegen Nebenwirkungen. Und die waren sowas wie Hautrötungen, weil man das eben tatsächlich in die Haut da appliziert, Schmerzen, möglicherweise auch eine Entzündungsreaktion, das dann zu Abbrüchen geführt hat. Und es ist summa summarum eine neue Therapie, die jetzt zugelassen ist, seit Mitte Dezember letzten Jahres im Einsatz ist und wo jetzt die ersten großen Zentren auch Erfahrungen zu sammeln. Und wir haben ja auch beide jetzt schon Patienten entsprechend mit diesem neuen Pumpensystem behandelt. Und genau. Du warst in Deutschland der Erste. Ich habe die erste Pumpe eingebaut in Deutschland. Großer Pressemeldung, super. Und wir haben euch aber, was die Anzahl der Pumpen angeht, jetzt schon überholt. Lassen wir mal jetzt. Da bin ich mir nicht so sicher. Also wir haben jetzt auf jeden Fall einige. Stand letzte Woche. Vorletzte also, Woche, aber wir sind, haben nachgezogen. Wir gucken mal, okay. Darum geht es auch nicht. Aber die, ich erwähne es deswegen, weil wir das quasi die Mischung jetzt ist der wissenschaftlichen Arbeit mit dem Fall des Monats letzten Endes. Weil ich glaube, wir haben beide so ein bisschen gesagt, das ist irgendwie fast unser Fall des Monats. Weil, also nochmal kurz zusammengefasst, du hast gerade nochmal gesagt, Studiendesign, Placebo-Kontrolle, aber Pumpen gab es ja vorher schon bei Parkinson, die auch gut funktioniert haben. Es gab auch schon Pumpen, die man in die Haut gepumpt hat. Aber der Riesenunterschied ist, finde ich, dass die L-Dopa-Pumpe wirkt halt stärker als die Apomorphin-Pumpe, die man bisher hatte, um unter die Haut ein Medikament zu leiten. Und das L-Dopa, was man vorher in den Körper pumpen konnte, musste man durch Anlage einer Sonde in den Bauchraum mit einem Loch im Bauch sozusagen machen. Und jetzt hat man sozusagen best of both worlds. Man hat eine einfach anlegbare Pumpe, die in die Haut pumpt, mit der starken Wirkung des L-Dopa. Und das ist, war ja schon zu antizipieren. Und unsere Erfahrung bisher ist, dass es sehr leicht anzuwenden ist und auch Bombe wirkt, muss man sagen. Aber was wir noch nicht wissen, aber wir auf jeden Fall nicht, weil wir ja 4 Wochen später angefangen haben, wie sieht es tatsächlich mit den Komplikationen aus, die du genannt hast? Also funktioniert es jetzt über Wochen und Monate oder gibt es da Abbrecher? Das ist ja, glaube ich, jetzt der spannende Punkt, den wir erwarten, weil von der Wirkung, finde ich, ist es wirklich ein Meilenstein. Ist mein erster Eindruck. Ja, es ist was zumindest, sagst du? Ich glaube, es ist ein wichtiger zusätzlicher Behandlungsbaum, den wir sozusagen jetzt zur Verfügung haben bei diesen nicht-oralen Folgetherapien. Du hast es gesagt, wir kennen verschiedene Pumpensysteme in der Neurologie, aber wir kennen auch Pumpensysteme in anderen Fächern. Also auch Insulinpumpen gibt es ja, die auch ins Unterhautfettgewebe spritzen. Also Pumpensysteme und die Applikation, also die Gabe des Medikaments ins Unterhautfettgewebe, ist in verschiedenen Bereichen bekannt.
Und es ist eben tatsächlich ein Verfahren, was nicht mit einer großen Operation einhergeht und relativ einfach in die Anwendung zu bringen ist bei Patienten, wo es dann tatsächlich auch die Indikation gibt. Das ist natürlich auch wichtig, dass man auch die Tablettentherapie bestmöglich durchgeführt hat und wenn dann die Effekte aber nicht mehr ausreichend sind, die Möglichkeit anbieten kann, Patienten neben den anderen Verfahren als neue Ergänzung. Und unsere Erfahrungen sind auch sehr gut. Und Langzeiteffekte, das werden wir sehen. Also habt ihr Komplikationen gehabt jetzt in den ersten 6-8 Wochen oder nicht? Und noch nicht. Nee, okay. Aber es ist ja wirklich nur eine Handvoll Patienten, die wir jetzt überblicken können. Es gibt ja Safety-Studien, es gibt Jahresdaten schon, die zeigen, dass du die höchste Dropout-Rate hast, also das höchste Ausscheiden tatsächlich innerhalb der ersten 10 Wochen. Und wenn es dann gut funktioniert, dass Patienten dann auch lange auf Therapie bleiben, das untersuchen wir übrigens. Es gibt jetzt ja eine europaweite Studie, die Rossini-Studie, die sich tatsächlich jetzt 3 Jahre lang angucken möchte, wie ist der Effekt, gerade was Sicherheit und Effektivität anbelangt bei Patienten und auch welchen Einfluss das auf die Angehörigen hat, also welche Erleichterung das für die Angehörigen mit sich bringt, wenn tatsächlich eine Besserung der Beweglichkeit und eine deutliche Unabhängigkeit auch in der Pflege und eine deutliche Verbesserung der Lebensqualität im Alltag und möglicherweise auch im beruflichen Kontext auftritt. Okay. Paper des Monats, Fall des Monats. Noch einen kleinen Fall des Monats, den ich im Dezember hatte, den ich noch kurz erzählen wollte, ist aber relativ schnell erzählt. Ich fand es aber interessant, weil es man so oft auch irgendwie nicht unterkommt. Die eosinophile Granulomatose mit Polyangitis, EGPA, auch bekannt früher eher so als Churg-Strauss-Angitis oder allergische Granulomatose. Also eine Entzündung der Blutgefäße, eigentlich ein rheumatisches, komplexes Krankheitsbild, weil Blutgefäße überall im Körper, Atemwege vor allem, aber auch der Haut, Skelettmuskulatur, Herz, Gastrointestinaltrakt in der Niere betroffen sein können. Aber dieser Patient, der kam zu uns mit einem eher neuropathischen Schmerzsyndrom, hatte Schmerzen im Bein, hat auch gesagt, er hat da Bewegungsprobleme, hatte tatsächlich ein polyneuropathisches Syndrom, aber eben typischerweise eine Mononeuritis, also es war eine Polyneuritis, aber mit so einem Schwerpunkt. Hatte bestimmte Nerven an verschiedenen Stellen, die ihn geplagt haben und hatte auch so Schmerzen im Gesichtsbereich und beim Schlucken und im Stirnbereich, sodass wir den differenzialdiagnostischen Verdacht hatten, so eine Riesenzellarthritis oder Arteritis temporalis, wo die Blutgefäße im Gesichtsbereich, die größeren Blutgefäße betroffen sein können. Aber er hatte dann eben auch diese Blutveränderungen mit der Eosinophilie, also eine bestimmte Fraktion der weißen Blutkörperchen, die verändert sind, die auf so einen Entzündungsprozess hindeuten. Er hatte auch so allgemeine Abgeschlagenheit, Müdigkeitsgefühl und wirkte einfach allgemein krank. Hat auf Cortisoninfusionen zunächst gut angesprochen und hat dann eben diese typische Situation mit den P-Anker im Blut, also ein typisches Kriterium für diese Art von Erkrankungen gehabt, also bestimmte Rheuma-Werte, die im Blut verändert sind. Und hatte trotzdem noch differenzialdiagnostisch eine Temporalarterienbiopsie bekommen. Und wie es jetzt weitergegangen ist mit der Dauertherapie, das kann ich jetzt noch nicht berichten. Aber ich fand doch ein ganz interessantes Krankheitsbild, was einem so oft nicht unterkommt, in der Neurologie zumindest. Und was mich da besonders beeindruckt hat, dass das wirklich jemand war, der hatte so ein allgemeines Krankheitsgefühl. Das war nicht einfach nur ein polyneuropathisches Syndrom oder Neuropathsyndrom, sondern er hatte eben auch so diffuse Schmerzen und Abgeschlagenheit, auch Gewichtsverlust. Und man dachte irgendwie, der Mann ist irgendwie krank. Dass man sich denkt, da ist noch was Zusätzliches im Spiel. Und das hat sich wirklich innerhalb von ein paar Tagen nach Cortisoninfusion komplett gedreht. Also interessante Erfahrung nochmal. Habe ich jetzt auch nicht mehr so konkrete Erinnerung, wann ich das letzte Mal gesehen habe. Zeigt aber wieder die
Interdisziplinarität unseres Faches. Also dass wir auch sehr fachübergreifend denken müssen, denn du hast ja recht, das kommt ja eher aus dem rheumatologischen Formenkreis, ja. Aber kann sich eben auch im peripheren Nervensystem und auch in der Muskulatur ja auch darstellen. Ja, deswegen, es gibt auch so Polymyositiden, genau. Wo dann auch die Muskulatur selber entzündet ist. Und da brauchen wir eine gute Zusammenarbeit mit den Rheumatologen. Und kannst du das nochmal herausarbeiten? Ich finde das ja total wichtig, Nas, was du gesagt hast. Also du hast ja viele Fachbegriffe benutzt, diese Schmerzen, die in den Armen, Beinen aufgetreten sind, aber auch auf meinem Gesichtsbereich. Aber ich glaube, eins der entscheidenden Kriterien ist ja mit diese Begleitsymptomatik. Und die hat er ja offenbar auch stark gehabt, euer Patient. Mhm. Ja. Kannst du das nochmal sagen, was man sozusagen da eigentlich auch mit zwingend klinisch fordert, wenn man diese Verdachtsdiagnose stellt? Ich will so ein bisschen. Ja, raus. Also dieses Unwohlsein, Gewichtsverlust, also solche Symptome, so allgemeine Symptome, die auf, auch auf Organfunktionsstörungen hinweisen können. Dann diese Eosinophilie im Blut, diese bestimmten Blutmarker, die verändert sind. Und dass das oft auch, wenn man genau hinfragt, auch ein chronischer Prozess sein kann, mit so einer Prodrominalphase, ne? mit Nasenveränderungen, schnupfenartigen Asthma-Dingen oder in Kombination, dass es so in gewissen Phasen abläuft. Und wir haben den Patienten letzten Endes in der, ja, eigentlich schon in einer weiteren Phase, dritten Phase eigentlich angetroffen, wo es wirklich schon so ein allgemeines Syndrom war, als Zeichen der Beteiligung wahrscheinlich verschiedener Organe. So ein bisschen Fieber dabei auch gehabt, so ein bisschen subfebrile Temperaturen? Ja, bei uns auf der in der Klinik nicht, aber im Vorfeld. Und wir hatten das dann erst, waren auch erst überlegt, ob wir vielleicht auch eine postinfektiöse Radikulitis haben kann, weil er erzählt, er sei vorher mal krank gewesen, aber eigentlich war das nicht so ein einseitiger Krankheitsprozess mit einer dann darauf bestehenden autoimmunen Polyradikulitis, sondern es war eher so ein schleichend undulierender Prozess. Und das passt eigentlich auch gut zu dem, wie es im Lehrbuch steht. Jetzt müsstest du uns noch erklären, was eine Polyradikulitis ist. Eine Entzündung verschiedener Nervenwurzeln und Nervenstrukturen. Wir hatten das, glaube ich, schon mal besprochen. Beim Guillain-Barré-Syndrom gibt es das zum Beispiel, dass man einen Infekt hat, wie ein Durchfallerkrankung. Und dann nach ein paar Wochen wendet sich das Immunsystem fälschlich dann gegen Nervenstrukturen. Und es kann dann zu Lähmungen, Atemlähmungen kommen durch Entzündung der peripheren Nerven. Und so mutete das ein bisschen an. Aber es fehlte eben der zeitliche Gap zwischen einem Ereignis und dann diesem Auftreten, sondern es war bei ihm so ein chronisches Kontinuum. Ja, habe ich das erklärt damit ausreichend? Sehr gut, und du wirbst natürlich für die Neurologie als für die angehende Mediziner, was für ein spannendes Fach das doch ist, nicht? Also was wir alles so sehen im Alltag. Und wie das spannende Fach visualisiert sein kann, ja, würde ich gerne abschließend mit einem kleinen Buchtipp machen. Weil ich eigentlich auch für die Weihnachtsfolge gedacht, falls man was schenken will. Aber es gibt ja immer die Möglichkeiten, liebe Menschen zu beschenken oder sich selbst zu belohnen. Ein tolles Buch, das ist letztes Jahr rausgekommen. Ich zeige es mal in die Kamera, du kannst es sehen. Seeing the Mind, Spectacular Images from Neuroscience and What They Reveal About Our Neuronal Selves von Stanislav Dehaene. Das ist so ein Bildbuch einerseits, mit ganz tollen Bildern. Man sieht hier so Strukturaufnahmen, kernspintomografische Strukturaufnahmen. Es gibt aber auch elektrophysiologische Messungen, die gezeigt werden. Mikroskopische 3D-Aufnahmen hier bis ins Strukturelle, wo Lernprozesse, Verknüpfungen im Gehirn gezeigt werden. Ganz, ganz toll. Und dann ist das wirklich dann immer mit ein, zwei Seiten dazu beschrieben. Das geht von der Struktur des Gedächtnisses, der Verknüpfung im Gehirn bis hin zu Untersuchungen bei Hirnnetzwerken, bei Bewusstseinsstörungen. Was ist Bewusstsein? Wie funktionieren verschiedene Areale im Gehirn? Aber auch hier zum Beispiel tatsächlich wieder ein Bild von Andreas Horn mit drin, wo das Konnektom gezeigt ist, wie wir Verbindungen haben bei Stimulationselektroden. Dann, wie funktioniert ein Kernspin? Also es ist wirklich schön für den
für den Fachmann, um sich nochmal der Faszination unseres Gehirns hinzugeben, aber auch als Einstieg für jemanden, der eigentlich gar nicht so aus der Profession kommt. Ein schönes Buch, funktioniert auch als, wie nennt sich das, Couch-Table-Book. Kann man auch auf seinen hinlegen und damit ein bisschen angeben oder man blättert abends darin rum, verschenkt es. Ich finde es ein schönes Buch. Absolute Lese- und Sehempfehlung. Seeing the Mind. Also auch für interessierte Laien geeignet. Auf jeden Fall. Sehr gut. Und eine gute Bibliothek zu haben, ist ja auch immer wunderbar. Und tatsächlich muss man auch manche Exponate einfach präsentieren. Aber es ist wirklich mit schönen Bildern unterlegt. Ich habe es gerade gesehen, ja. Martin, wir wollten es heute kurz und knapp halten, haben ein paar Sachen uns, hast du jetzt gemerkt, dass dein Mikrofon gar nicht an war oder was? Ja, okay. Ich hoffe, du bist aufgezeichnet. Also wir wollten es kurz und knapp halten. Wir danken unseren Hörerinnen und Hörern für die Aufmerksamkeit, hoffen, dass wir relativ zeitnah noch eine Folge nachliefern. Wir hatten uns ein paar Sachen aufgeschrieben, was wir doch machen wollen. Was uns schon im fast schon vergangenen Januar noch aufgefallen ist. Wir werden also vielleicht in kurzem Abstand noch eine zweite Folge anbieten und haben auch noch weitere Pläne für Gäste im folgenden Jahr und für Themen, Schwerpunkte, die wir noch setzen wollen, was wir aber noch nicht verraten. Aber wir versprechen, weiterhin planvoll und neurotisch für Sie da zu sein. Und damit, Martin, übergebe ich an dich, an dein letztes Wort, dein Adieu oder was möchtest du noch sagen? Nein, ich wünsche natürlich auch allen unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einen guten Start in das Jahr. Ich glaube, es wird hoffentlich mit positiven Entwicklungen unter Lage des Seins. Es ist ja alles sehr unruhig gerade, aber also wir hoffen auf viel Glück und ein gutes Jahr und spannende Folgen bei uns. Du hast es angekündigt und in diesem Sinne verbleiben wir mit einem Adieu. Adieu.